ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir wieder eine Deathrun Map und zwar 200 Level plus Deathrun White and Black. Wir haben ja schon mal eine Map gespielt. Was waren das für Farben? Pink und noch irgendwas oder rot und noch irgendwas? Irgendwie sowas. Das scheint wohl jetzt wieder ein Gegenpart dazu zu sein. Ich könnte das natürlich raustappen und nachgucken, aber werde ich jetzt auch machen, solange die Map ladet. Ganz kurz Flaggerbild. Und zwar war das die Map. Wo haben wir sie denn? Blue Death Run Map hatten wir schon. Red and Blue hatten wir schon. Genau. Und ich denke mal, das wird ein Gegenpart dazu sein. Jo, was gibt es zur Map zu sagen? Es soll wieder XP für den Season Pass geben, tatsächlich. Die Map soll einfach sein. Farmfroh ist sie wohl nicht so wirklich, denn ihr seht, Easter Eggs finden, 3 von 3 habe ich. Finish Death Run, ich habe sie nämlich schon einmal gespielt, die Map. Deswegen steht bei zweimal noch rot da. Ansonsten, das ist die Map. Mapcode gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Und jo, was soll ich dazu sagen? Was ist denn das hier? Ist das so ein AFK-Dings-Gedöns? Keine XP, schade. Ich kenne die Map halt schon noch. Mapcode in der Videobeschreibung, wenn ihr spielen wollt. Ihr seht, Season Pass. Pro Checkpoints sind da. Sind auch nicht zu hoch. Also total entspannt. Sprinten ist aktiv. Wow, ey. Wow. Ja, Sprinten ist aktiv, Klettern ist demnach auch aktiv. Hier haben wir das erste Easter Egg. Gibt mir tatsächlich keine XP. Ich weiß nicht, ob sie beim ersten Durchgang XP gegeben haben. Wenn ja, dann ist es schon nicht zu spät, dann kriege ich keine mehr. Ich sammle sie trotzdem ein, damit ihr seht, wo sie sind. Und ich hasse Deckenfallen, das kann ich nur immer wieder sagen. Die sind mein scheiß Kryptonit. Ansonsten ist es einfach. Die ist wirklich einfach und chillig, die Map. Die ist auch was für Anfänger. Dass man hier richtig schön üben kann für die schwierigeren Maps. Ansonsten, ja, farbenfroh ist sie nicht, wie ihr seht. Es ist bisher aktuell alles einheitlich im grauen Stil gehalten. Was ich ein bisschen schade finde. Also man hätte hier wenigstens die Decke und den Boden anders machen können als die Wände. Schaffe ich nicht, weil ich da oben was übersehen habe. Es ist grau. Es soll anscheinend weiß darstellen. Es ist aber tatsächlich alles nur grau. Der schwarze Abschnitt, ich weiß nicht, ob der noch kommt oder nicht. Die Map war auch bei mir in der Bibliothek mal wieder ganz weit unten, weil ich spiele zwar die Maps, aber ich nehme sie danach, aber nicht sofort ein zweites Mal und nehme sie auf. Die gammeln dann meistens bei mir rum.
dass jetzt die erstens die Sprünge nicht gleich wieder auf einen weiß oder die fallen. Und weil es mir auch dann keinen Spaß mehr macht, wenn ich die mehrfach hintereinander spiele tatsächlich. Aber ansonsten, hier kann man mal ganz kurz tricksen, wie immer, sehr schön. Ansonsten, ja, weiß ich halt auch nicht, wann die schwarze Farbe kommen soll. Da lassen wir uns jetzt einfach mal überraschen. Ihr seht es auch, wenn man jetzt mal die Fallen außer Acht lässt, wo ich gestorben bin, kann man hier wunderbar durchlaufen, ohne Probleme. Oh, scheiße. Ich dachte, weil die so hell ist, dass es hier, dass da ein Loch ist und ein verstecktes Secret, aber leider nein. Und das Bounce Pad ist ein bisschen zu heavy eingestellt. Ja, nee, nicht mit mir. Ja, bei diesen hellen Maps könnte man tatsächlich... Was war das? Denken, dass da ein Hohlraum drunter ist, weil das ja manchmal so ist. Und leider ist es hier nicht der Fall, wie man gesehen hat. So, hier oben geht's weiter. Hier ist das nächste Easter Egg. Leider für mich kein XP mehr. Schade. Ich hätte mich gefreut. Aber gut, man kann nicht alles haben, was man sich erhofft. Dafür kann man hier bei den Deckenfallen Wunderbärchen tricksen. Dafür gibt es ein fettes Pluspunkt meinerseits. Und hier erkennt man auch, hier sind überall Fallen drunter. Also sollte man schon aufpassen. Okay, ich dachte, hier wird ein Dings versteckt. War leider nicht so. Das hat gerade so im Augenblick ausgesehen, als ob da ein Durchgang wäre. So, aber wir haben die Anzeige, wie viel Level wir schon gemeistert haben. Das ist richtig chillig. Wir sind jetzt bei 104, ach, bei 100 bin ich bescheuert, bei 85 Leveln. Das ist halt einfach richtig entspannt. Das wünsche ich mir halt bei jeder Map. Leider hat man das nicht bei jeder Map, aber gut. Das bleibt ja den Map-Creatern überlassen. Aber ich feiere sowas, wenn man sieht, ah, ich habe jetzt schon von 200 Leveln zum Beispiel die Hälfte gemeistert. Hallo? Auslösen, danke. Danke. Oh, nice, wieder klettern. Schön. Ich mag nämlich keine Deckenfallen. Hä? Ach so. Double Jump zum Klettern. So, hier braucht ihr nicht auf einen Zyklus achten, da gibt's keinen. Ab Level 103 ist dann der schwarze Abschnitt der Map. Okay. Das heißt, dass es hier irgendwo noch ein Easter Egg gibt. Also ein Secret. Ich weiß, die sind zwar als Easter Egg angepriesen, aber es sind ja eigentlich nur Secrets. Wenn man es mal ganz genau nimmt. Weil Easter Eggs heißt ja eigentlich... Nein, stopp! Den nehmen wir mit. Easter Eggs im Spiel heißt ja eigentlich, dass es da halt einen kleinen Hinweis auf ein anderes Spiel gibt. Also sind das hier ja im Grunde alles nur Secrets. So, und das abgerutscht. Wow. Und ich rede schon wieder so viel, dass ich... Ja, dass mein Hals gerade zurück ist. Ist nicht mehr normal. Eike, auf so viel zu reden. Was? Was? Sag mal, ich vermisse hier gerade irgendwie das letzte Easter Egg. Mann, das letzte Secret. Nö. Hä?
Habe ich das übersehen? Oder kommt das noch? Ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Oh. Hey, wow, auf Anhieb. Easy. So. Oh nein, warum darf ich hier nicht klettern? Ach Mensch. Lass mir doch den Spaß bitte. Ah, hier. Nee, auch nicht. Hä? Alter, das ist mies. Oh, ist das letzte Easter Egg? Wir sind hier gleich durch. So. Ich müsste da eigentlich drunter durchpassen. Warte mal, 150 Level? Genau, haben wir jetzt gemeistert. Es gibt noch mehr Level? Oh. Mann, da stand doch tatsächlich nur 150. Ach, 150 plus. Alles klar, jetzt weiß ich, was das plus war. Hier darf ich wieder klettern, das ist sehr nice. Und dort dann auch, aber die Giftfallen tatsächlich als Deckenfalle sind leicht zu handhaben. So, weil ich nicht weiß, ob man da unten auf dem Boden stirbt. So. Und ihr seht auch, die Map ist sehr chillig und einfach mit dem Durchlaufen. Also, hier gibt es nichts zu meckern. Ganz im Gegenteil. Hier kommt jetzt mal ein bisschen Feinabwechslung mit Gift und Spikes. Einige Fallen. Wie soll ich das sagen? Wenn ich sage, die Fallen wiederholen sich, klingt das ja ein bisschen schäbig von mir. Weil. Ja. Man kann es nicht anders machen mittlerweile. Aber sowas hatten wir halt schon tausendmal. Ich will jetzt nicht sagen, dass es langweilig ist, aber es ist vorhersehbar. Und hier ist das letzte Easter Egg. Secret, nicht Easter Egg. Ja. Dass sich das so wiederholt, ist halt... Man kann nichts dagegen machen. Aber da will ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. So, wir haben es durch das Jump'n'Run. Wir gucken mal. Bonus XP. 8000. 12.000. Noch was? Nein? Schade. Yo. Was soll ich zur Map sagen? Die Map ist total einfach. Die ist auch was für blutige Anfänger. XP... Baba-mäßig, also nicht zu viel, nicht zu wenig. Passt genau. Ich habe auch ein Level-Up, glaube ich, gemacht in der Zeit, oder? Nicht? Weiß ich nicht. Farbenfroh, ja, darüber lässt sich streiten. Weil, guck mal, das ist weiß. Zum Anfang, das war alles so grau. Das ist schwarz, das hier ist dunkles Grau. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ja gut. Man hätte das wirklich dann so machen müssen, aber dauerhaft weiß und dauerhaft schwarz wäre dann scheiße. Da hätte man das so machen können, eine Wand schwarz, eine Wand weiß, Decke schwarz, Boden weiß,
oder andersrum oder schwarz, schwarz, weiß, weiß oder so. Egal. Man hätte es anders machen können tatsächlich. Ansonsten Mapcode wie immer in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Schreibt mir Kommentare. Schreibt mir Mapcodes in die Kommentare, welche Maps ihr gerne mal bei mir sehen wollt. Und ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Fuck.